gehen, denn wir sind irgendwie immer ein bisschen weiter vorne als beim Cleanfield. Deswegen wollen wir auch direkt reinschauen. Wie gesagt, Mousebots gegen Fnatic, die beiden haben euch das ja schon mal, oder die drei haben euch das ja schon mal ganz gut analysiert. Im Vorhinein, damit wir da jetzt einigermaßen drauf vorbereitet sind. Also ich sehe es eigentlich ähnlich, wie kann ich dem, was Sandy G und YNK gesagt haben, eigentlich nur anschließen. Im Großen und Ganzen, es wird jetzt verdammt schwer für Mousebots, sich da nochmal zusammenzureißen. Wir haben es gerade nach dem Spiel zum einen gehört, zum anderen gesehen, dass sie wirklich am Boden zerstört waren, nachvollziehbar auch am Boden zerstört waren. Denn man hätte es durchaus gewinnen können. Die Chancen wären sowas von da gewesen gerade eben. Das kann man leider auch nicht schönreden, aber auf der anderen Seite auch Spiele so zu verlieren gehört dazu. Auch daran wächst man. Auch das bringt einen irgendwo weiter. Und letztendlich. Schauen, was dabei rauskommt. Konsole, Maus. Maus ist ready. Naja. Ich denke mal, das 2 ist vielleicht gar keine so schlechte Map, weil wirklich für. Für Maus. Es könnte sicherlich deutlich schlechtere Maps geben, wo sie viel größere Probleme hätten, dagegen Fnatic irgendwie sich durchzusetzen. Aber auch das 2 wird schwer genug. Also. Das muss man definitiv dazu sagen. Zumindest die Seitenwahl kann sich Mousebots hier wieder snacken. Ich glaube, haben sie bisher überhaupt irgendeinen Knife Run verloren? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, sie haben echt alle gewonnen bisher. Naja. Die beste Mütze hat immer noch Flasche. Mit der Mütze kann ich sowieso nicht mithalten. Mütze, die Flasche Mütze schlafen. Also, Mousebots auf der CD-Seite und jetzt hoffentlich nochmal sich kurz zusammenreißen können, sich nochmal beruhigen können, durchatmen, jetzt mal loslegen und nochmal durchstarten. Vielleicht muss es ja Fnatic sein. Sollten sie wirklich gegen Fnatic gewinnen, dann werden wir heute noch ein, zwei Spiele mehr haben, weil dann tatsächlich ein Tiebreaker stattfinden muss. Sadokist hat es ja gerade eben schon mal gesagt. Es geht dann tatsächlich um die Abschlussplatzierungen, weil mehrere Teams gleich stehen. Ich werde es nach dem Spiel dann erläutern, falls es wirklich so weit kommen sollte. Jetzt warten wir erstmal ab, wie das Ganze hier läuft. Nico ist auf jeden Fall derjenige, der hinten mit der auch noch ein bisschen was abbekommen hat, nachdem einer der B-Spieler hier schon angeschossen wurde. Maus war so ziemlich auf den. Ziemlich auf den B-Spot spekuliert, der scheint hier aber wirklich gar nicht ja, im Fokus zu liegen von Fnatic, sondern die wollen hier eher wieder durch kurz durch, also eine relativ klassische Pistole und abspielen. Sie schicken halt Dennis einfach vor, weil Dennis komplett kaputt ist. Ich weiß nicht genau, was mit ihm auf das 2 los ist, das haben sie auch schon gesagt, die Piston-Rounds von ihm sind da immer komplett krank. Sogar so krank, dass wir seine Pistole nicht mehr sehen. First Factor sitzt. Weg konnte also nicht instant in den Headshot setzen. Chris Jay und Speedy da Richtung Spot, die da noch stehen. Aber Speedy wird sofort angeschossen und 9 AP bei ihm übrig. Schaut, dass er irgendwie noch einen Headshot hier reinbekommt. Chris Jay hat zumindest schon mal einen erwischt. Jetzt muss er sich natürlich sehr, sehr defensiv zurückhalten. Jetzt kommt gleichzeitig noch JW von lange hinterher. Aber Speedy zum Glück mit diesem One-Click. Wunderschönes Gerät, was er da verteilt hat. Und der macht diese ganze Runde hier auf jeden Fall wieder auf. Olaf Meister von oben von kurz. Und der lässt sich da aber auch nicht von naschen. Olaf Meister mit dem schnellen Triple Kill. Und damit das 1:0 für Fnatic. Ah, Speedy jetzt fast so schön wieder aufgemacht, denn dadurch hat man GW sich einfach vom Leib halten können, aber Olaf. Nicht mit Olaf. Der kennt da nichts. Zerlegt Mousebots hier nochmal nach Strich und Faden. Und somit hat man das 1:0 auf Seiten von Fnatic. Muss hier erstmal in den Fastbuy. Das Ganze also mit der Runde hier nochmal überbrücken. Was da davor? Man hat sich auf jeden Fall für zwei Scouts entschieden, also sowohl Chris J als auch Speedy, die da jeweils eine gekauft haben. Nico ist relativ offensiv in der Mitte, kann also da ein paar Infos sammeln, wo die Gegner momentan unterwegs sind. Scheint so, als ob er sie da schon gehört hat beim Reinsteppen Richtung lang. Ja, Krims hat es auf dem Schirm gehabt.
hat sich rechtzeitig umorientiert. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man jetzt die Mittelkontrolle halt lang nicht gehalten hat und dementsprechend auch Fnatic halt wusste, dass da gut was unterwegs sein kann. Also Flash hat zwar in die Mitte reingeschaut, aber er hat halt kurz nicht gedeckt und das wurde sofort angesagt, dass da wohl theoretisch einer durch sein könnte. Olaf Meister am B-Spot hat versucht, auch das Ganze dicht zu halten. Auch das hat Fnatic wohl auf dem Schirm, dass man häufig versucht, dann den B-Spot auszuschließen, die Karte auszuschließen beim Mausbots, wenn die Runde nicht wirklich läuft, wenn man da in der Unterzahl ist. Sauber den Shot und auch Olaf Meister setzt die Headshots. Eieiei. Also, das Aiming scheint zu sitzen. Mausbots muss erstmal nochmal in die Eco. Das Ganze dementsprechend so aussitzen. Dann wird wohl das 13-0 für Fnatic geben. Also, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was Henry G und YNK vorhin meinten. Diesen guten Start, den sollte man auf jeden Fall jetzt. Ja, wobei man kann ihn jetzt eigentlich schon nicht mehr erwischen. Aber so gut es geht, halt jetzt mit dieser ersten Waffenrunde das Ganze nochmal rumbringen. Denn sonst kann es halt jetzt hier echt schnell zu einem Tilt führen, einfach. Und dass man halt da komplett überfahren wird. Und das wäre jetzt echt schade, weil Mausbots, klar. Auch wenn es gegen Luminosity jetzt schief gelaufen ist, sie haben trotzdem keine schlechten Leistungen gezeigt. Gut gegen Navi, das Spiel kann man vielleicht rausnehmen, aber sonst war es wirklich gut. Auch gegen LG haben sie echt gut gespielt, bis zu einem gewissen Punkt halt. Und auch dann haben sie eigentlich nicht wirklich schlecht gespielt, sondern es hat einfach ein bisschen an dieser Confidence gefehlt. Aber jetzt natürlich nochmal rasiert zu werden von Fnatic, das wäre definitiv schade. Aber es ist auch viel zu früh, um sowas überhaupt zu sagen. Steht jetzt gerade mal 3-0, das heißt, abwarten und Tee trinken, was dabei rauskommt. JW und Krims haben sich da oben in der Mitte abgestellt. Zwei Spieler von Fnatic Richtung Cutters und einer momentan noch Mitte oben. Also es scheint dann so, als ob sie gleich mit drei Richtung Mitte ziehen werden, dieser ganz normale Aufbau. Indem man auf das 2 eben spielt. Und Nico versucht sich auch direkt offensiv. Wow, JW hat ihn das sogar früher gesehen und trotzdem kassiert. Ja, das hat nicht wirklich weitergeholfen. Und damit hat sich die Aktion Richtung Lang dann auf jeden Fall schon mal erledigt. Nico hatte ein bisschen Glück. Ich weiß nicht genau, wie JW ihn da getroffen hat. Es war ein Headshot, aber durch welche Wand durch? Das ist mir gerade nicht so ganz. Weil Nico hatte Aim Punch und er kann nur Aim Punch kriegen, wenn er im Kopf getroffen wird. Wird er das richtige Timing haben? Jawohl, sehr schön. Schön rausgepusht. Das sieht doch alles schon mal gar nicht schlecht aus in der ersten Waffenrunde. Nex. Man konnte sich den Rufmeister nicht ganz durchsetzen. Aber es sieht doch noch aus, als ob man da diese Runde schon mal hier für sich entscheiden kann. Olaf Meister weiß, dass die Bombe Mitte liegt und er weiß auch, dass er sie braucht. Aber wie soll er denn da rauspushen gegen drei Leute? Das macht eigentlich keinen Sinn, da noch wirklich ranzugehen. 20 Sekunden auf der Uhr. Er scheint es aber trotzdem mal zu versuchen. Geld hat man sowieso genug, um nachzukaufen. Lieber macht er noch ein bisschen Damage beim Gegner. Gut, auch das hat sich erledigt, aber der Versuch, denke ich mal, war es hier wirklich wert. Gekauft wird so oder so. Erste Runde für Mausbots. Also die erste Waffenrunde klappt direkt. Auch wieder durch den Einsatz von Nico, der da einfach mal durch diese Smoke pusht. Und JW da zerlegt dann den zweiten Smoke Push, sogar auch unten in der CT Base. Auch den hat er sehr gut durchgeführt. Und auch dafür wurde er nochmal belohnt. Aus, ja. Sie scheinen ihre Hausaufgaben gemacht zu haben, denn diesen Boost spielt Maus sehr gerne. Und was sie dabei auch immer sehr gerne machen, ist den B-Spot offen zu lassen. Und genau das hat Fnatic ausgenutzt. Nichts anderes. Auch wenn sie dabei zwei Spieler verloren haben, das hat oder wird sie jetzt nicht unbedingt stören. Der Boost auch hier wieder sehr schön. Natürlich von niemand anderem als dem Boostmeister selbst ausgeführt. Ne, es war sogar Dennis. Aber ist dann nicht mehr fündig geworden. Nico hat sogar noch einen zweiten bekommen. Was auch immer da gerade passiert ist. Auf jeden Fall ist Olaf jetzt im 1 gegen 1. Und Nico versucht sich direkt nochmal zu pushen. Er weiß genau, dass er ihn pushen muss, weil die Runde sonst verloren geht. Schön von Nico. Es ist voll an mir vorbeigegangen, dass er gerade auch die beiden Kills gemacht hat. Aber er hat es geschafft. Nichtsdestotrotz aber das 4 zu 1 für Fnatic, weil Olaf Meister den kühlen Kopf bewahrt und seine Gegner einfach rausnimmt.
Also würden Mousebots hier in die nächste Eco bringen, weil sie jetzt eine Runde gewonnen und danach direkt die nächste verloren haben. Das heißt also, dass man da sauber wenig Geld jetzt übrig hat. Dementsprechend also eine sparen muss. Die nächste müsste man eigentlich schon wieder kaufen können. Das hält sich fast immer noch in Grenzen. Oh, Chef von Nex, jawohl. Nummer 1 hat's zerlegt, Krims. Ich weiß jetzt auch nicht so recht, wie weit das dann reintrauen sollte mit der Smoke. Für die Sicherheit zurückgewonnen. Speedy wollte sich eigentlich die Waffe abholen, hätte sogar einen Taser dabei gehabt. Aber Chips hat ihn da rechtzeitig abgesprayt, sodass er noch nicht rauskommt. Ja, Nex und Dennis haben sie auf dem Baseball platziert und die beiden werden wahrscheinlich wichtig sein, denn momentan sieht alles danach aus, als ob Fnatic, dass ich Richtung B umorientieren möchte. Oder was heißt umorientieren? Einfach, dass sie da jetzt aus der Mitte rauspushen und dann Richtung B hochgehen. Olaf Meister sehr schön den ersten Spieler auf dem B-Spot rausgenommen. Somit kann man den Split hier noch besser durchziehen. Und Nex steht da im Moment alleine. Kann Olaf Meister zwar gut anschießen, aber nicht rausnehmen. Chris J und Nico sind die beiden verbleibenden Spieler. Chris J und in der Mitte ist schon gut angeschossen worden. Hat nur noch 12 AP. Obwohl, glaube ich, hat auch gar nicht mehr so viel, aber trotzdem kommt Chris da nicht mehr ran. Von Nico. Aber ich glaube, hier ist schnell genug. 5:1 für Fnatic. Die Schweden sichern sich also auch diese Anti-Eco. Also wie gesagt, nochmal ganz kurz, wenn Mousebots hier wirklich gewinnen sollte, dann hätten wir tatsächlich heute noch das ein oder andere Match mehr. Wenn sie hier verlieren, dann würden, also wenn Fnatic hier verlieren würde. Ja, Moment. Wenn Mousebots gewinnt, dann hätten wir heute noch diese Tiebreaker-Matches. Wenn nicht, also wenn sie verlieren, wenn Mousebots verliert, dann wäre Schluss für heute. Dann wären wir mit den Matches für heute durch. Also auch diesmal der B-Spot hier wieder angreifbar. Das hat Fnatic eigentlich auch schon ziemlich gut ausgenutzt. Ich glaube, drauf gefahren, aber Nico mit der Deagle macht einfach fleißig weiter. Man hat trotzdem noch einen zweiten Spieler rausgenommen. Also immerhin das 3 gegen 2. Hier einer ist noch low. Nico wollte noch einen schnellen Pick ziehen. Das ist, denke ich mal, auch nachvollziehbar. Unbedingt noch irgendwie den Kill braucht, wenn er die Runde überhaupt noch irgendwie möglich machen möchte. Olaf Meister hinten von lang durchgepusht, hat er sich hier wieder einen sauberen Backstep durchgezogen. Und da würde Nico eventuell gleich mal ins Fading Torch springen, aber er ist sehr vorsichtig, ja. Wie sollte es ein Olaf Meister auch anders spielen? Sauberer Schuss. Nico gönnt sich da nochmal den Olaf. Wundert mich jetzt eigentlich gerade fast ein bisschen, dass Olaf nicht damit gerechnet hat, dass Nico damit rechnet, dass er nochmal rumschiebt. Oh, Nico, das war gefährlich. Der dritte Kill von ihm in dieser Runde. Aber Krims zum Glück dann schnell genug mit dem Reflex zur Stelle. Also 10 Kills mittlerweile von Nico. Mehr Kills als seine Mates zusammen momentan. Sechs zu eins. Also, zu Beginn auf jeden Fall Fnatic hier eindeutig am längeren Drücke. Jetzt haben sie sich dafür entschieden, mal die Doppel-AWP zu spielen bei Mousebots. Ist in der Mitte wieder mit seiner Standardposition. Man hat kurz komplett offen gelassen und das scheint Fnatic hier auch absolut zu readen momentan. Man hat sich wieder so zu dritt Richtung B aufgestellt. Also auf jeden Fall da der Fokus wieder. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da kurz wirklich komplett offen zu lassen. Außer man kriegt da beide Kills. Gut, Dennis musste ein bisschen nachhelfen. Aber letztendlich sitzen die beiden Frags trotzdem. Nico hat noch 2 AP, aber er hat überlebt und das ist hier in dem Moment wichtig. JW konnte den ersten in der Mitte picken, hat sich Nex ein bisschen zu weit reingetraut. Das könnte gegen JW extrem gefährlich sein, denn der ist momentan wirklich wieder richtig gut dabei. Wir haben es vorher gesehen, auch auf Inferno, was der da teilweise gerissen hat mit seiner AWP. Dennis zusammen mit Chris J auf den B-Spots. Und Flasche. Flasche macht weiter auf A. Auch wenn Nico nur noch 2 AP hatte, der Headshot hat ihn so oder so rausgenommen. Speed ist derjenige, der hier versucht, den Ausbau noch ein bisschen frei zu halten. Die Maus ist sich momentan noch nicht so ganz sicher, wo es hingehen soll. Und sie liegen damit auch komplett richtig, denn Fnatic könnte auch hier jetzt noch auf dem B-Spot draufpushen. Die haben sich momentan noch nicht so wirklich aufgestellt. Jetzt kommt hier die kleine Flash. Die müsste JW eigentlich ziemlich gut dodgen können. Okay, wie warum auch immer JW so lange dafür gebraucht hat, zu verstehen, dass die Flash von links kam. Vielleicht hat er damit gerechnet, dass da noch ein zweiter Spieler irgendwie am B-Spot ist, der dann mit rumziehen wird. Aber da lag er in dem Moment falsch, denn es war tatsächlich komplett alleine. JW war aber sichtlich verwirrt, warum auch immer. Speedy sitzt immer noch an lang.
Der lässt sich immer noch Zeit, erwartet ab, möchte dann lieber seine Position aus der Überraschung rausnutzen und vor allem halt auch lang frei halten, dass ich keine AWP in die Grube setzen kann. Jetzt der Push Richtung CT-Base von Fnatic. Krims nimmt zwei Leute raus. Und damit ist Speedy hier im 1 gegen 1. Die Bombe ist nicht unbedingt für Krims gelegt. Das hatte ich nochmal gesehen. Ich weiß nicht, Speedy könnte eigentlich sogar versuchen durchzuziehen. Er müsste halt im schlimmsten Fall mit einem Jumpshot rechnen von Krims, aber wirklich rechtzeitig hochschaffen kannst du nicht mehr. Oder so. Kopf rasiert. Und der Defuse geht locker durch für Speedy. 2 zu 6 für Mausports. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Schöner Push nochmal Richtung CT-Base von Klims und seinem Mate. Ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Ich glaube, Flasher müsste gewesen sein. Gut reingefahren, auch wenn es letztendlich nicht mehr zum Erfolg geführt hat. Aber der Double Kill da hat das Ganze schon mal deutlich, deutlich gefährlicher gemacht, als es überhaupt noch hätte werden müssen. Ja, aber das ist halt Fnatic. Wenn du denkst, die Runde ist durch, dann kommt irgendeiner von denen daher. Und kann halt eine richtig krasse Individualaktion abliefern. Chris J in der Mitte durch die Wand gegen Olaf Meister. RIP Olaf Meister. Oh, aber RIP auch Chris J. Hatte Olaf sogar eine AWP? Moment, das war mal anders. So. Haben sie anscheinend schon weggeworfen, wenn wirklich eine da war. Ah ne, die ist bei der AWP, okay, ist bei Dennis. Das heißt, tatsächlich hat er das sogar mit der AWP reingezielt, aber kein Problem. Chris J auch so kann ihn rausnehmen. B ist jetzt wieder komplett offen gelassen beim Mausbots. Das spielen sie wirklich sehr, sehr gerne so, wenn der Mittelspieler dann weg ist oder wenn einer der Spieler weg ist. Dass sie dann wirklich zu zweit Mitte reinspielen und lieber mal den B-Spot offen lassen, als ihn da direkt zu halten. In dem Moment ist es jetzt kein Problem, weil Fnatic halt nicht wirklich Richtung B pushen möchte, zumindest momentan nicht, aber waren sie wohl momentan dazu um. Oder dafür um. Ah, schön Support Flash, Dennis nimmt den ersten. Wenn sie jetzt Flasche auch noch erwischen, wäre es super wichtig. Es ist eigentlich dieser Punkt, mit dem sie dann eher so rechnen, dass sie da dann in der Mitte tatsächlich auch Kills bekommen. Aber diesmal ist Fnatic halt trotzdem jetzt schon sehr, sehr weit raus am B-Spot. Sie sind nur mit zwei AWPs reinkontaktet. Sie sind also jetzt trotz allem relativ unflexibel. Vor allem dann gleich im Afterplant. Also das könnte schon eine echt harte Nummer werden. Wenn Mausbot ziehen dann die falschen Situationen rein zwingt, dann wird es mit den AWPs schon relativ hart, noch irgendwas dagegen zu tun. Aber dazu muss es ja erstmal so weit kommen. Flasher ist hier derjenige, der die Katas abdeckt. Gegen ihn konnte trotzdem noch ein Frag setzen. Speedy und Dennis aber mit zwei und der Retake sieht schon mal ziemlich gut aus. JW ist der letzte verbleibende Spieler. Und er lässt die Bombe einfach durch die Fresse. Hat es einfach nicht mitbekommen oder wollte es wirklich durchziehen lassen, weil ich dachte, okay, es wird sowieso nichts mehr. Damit geht also auch diese Runde an Mausports, die Runde Nummer 2 in Folge. Beide mussten bisher defused werden, einem 1 gegen 1. Und die hier jetzt im schön ausgespielten Retake Richtung B-Spot. Also das Fnatic also noch keine Geldprobleme hat, aber langsam wird's knapp. Langsam wird's eng bei den Schweden. Mausbots hat sich diesmal doch relativ klassisch aufgestellt. Jetzt zwei Leute schon kurz da geschickt. Und nur einen sogar hoch. Nico boostet auch nochmal Chris J. Oder wird geboostet. So darum geht's natürlich genauso. Die beiden auf kurz da vorne versuchen, irgendwie Damage anzurichten. Ah, Fnatic hat sich momentan noch nicht dafür entschieden, kurz wirklich einzunehmen. Sie haben Speedy jetzt auf jeden Fall mitbekommen. Der wird durch die Brandgranate auch sofort aus seiner Position getrieben. Die zweite Smoke nochmal hinterher wird das Ganze weiter ermöglichen, dass man hier noch ein bisschen offensiv stehen bleiben kann. Speedy. Schon Moment, einfach was zu switchen. Trotzdem kriegen sie ja beide Spieler down, jawohl. Frag Reflex sitzt dann spätestens wieder, okay. Und JW ist hier aus Lang auch schon relativ weit raus. Sie haben Lang hier komplett offen gelassen. Nico ist aber zum Glück hier schnell genug im Rüberziehen, um ihn da trotzdem noch rauszunehmen. Olaf Meister ist derjenige, der versucht, Nico jetzt rauszunehmen. Headshot will ich sitzen, dafür die Native umso besser. Und Olaf Meister ebenfalls mal mit einem Headshot. Aber die beiden hier kommen einfach wieder durch. Dennis und Nex im Retake. Die Flashes gegen sie sitzen sehr, sehr gut. Nex war sich nicht so ganz sicher, wo die Gegner hier wirklich stehen. Olaf Meister nimmt den ersten mit. Wo auch immer diese Flash wieder herkam, die war wirklich wunderschön geschmissen. Ja, und jetzt müssen Dennis, beziehungsweise, ja, jetzt muss Dennis das Ganze noch retten, meine ich nicht, beziehungsweise, da war keiner möglich. Tja, was soll Nico mehr machen, außer drei Flags zu setzen? Hat alles versucht, aber dann kommen diese beiden Kills im selben Moment. Dann nehmen Mausbots letztendlich komplett raus.
Jawohl. Du hast zu lange gebraucht und wenn du zu lange brauchst, dann wirst du sterben. Shinobu kam nur kurz offensiv mit seiner AWP, um den Reflag auf jeden Fall zu ziehen. Also haben sie sich überhaupt nicht in Gefahr bringen lassen, da irgendwie eine Unterzahl rauszugehen. Oh mein Gott, Chris Jay einfach voll YOLO. Hätte vielleicht sogar noch fast mehr machen können, aber Speedy kam rechtzeitig hinterher, um nochmal einen Kill zu setzen. So dass man jetzt hier nur noch ein 2 gegen 2 ist. Was für eine Aktion von Chris da. Genau der richtige Punkt, da einfach nur voll YOLO rein zu pushen. Flasher oder Olofmeister ist es mittlerweile und kurz durch, wie die Bombe dafür auch blenden können. Das heißt, so Next und Dennis jetzt wieder im 2 gegen 2. Diesmal gegen Olofmeister und Flasher. Nicht wie gerade eben schon gegen Olofmeister und Grimms. Aber jetzt haben sie auch die deutlichen Waffen. Auch der Next hat sich da schon eine AWP gesnackt. Tauscht das Ganze jetzt aber trotzdem nochmal gegen eine AK. Das heißt, die wollen es hier wirklich nochmal angehen. Aber sie haben keine Fußkit dabei. Olofmeister versucht gerade eben Dennis zu pushen. Zieht sich allerdings trotzdem zurück. Möchte man sich wirklich von der Liga gepickt werden. Flasher ist schneller als Next. Und noch Olofmeister gegen Dennis erfolgreich. 8 zu 3 für Fnatic. Also die Schweden präsentieren sich momentan auch als sehr dominant. Ich denke, man hat es auch so ein bisschen erwarten können. Jetzt halt nach diesem Spiel gegen LG war man dann vielleicht, ja, vielleicht einfach zu niedergeschlagen. Vielleicht auch ein bisschen zu tilt. Zu sauer aufeinander vor allem. Was nochmal mit diesem Turm und in der Mitte, den konnte Fnatic gerade eben schon mal ziemlich gut umräumen. Und die Schweden entscheiden sich einfach wieder Richtung B zu gehen. Den konnten sie bisher ziemlich gut angreifen, den Spot. Deswegen also direkt die Rotation hier nochmal auf den B-Spot draufzuschieben und das Ganze davon dann nochmal anzugehen. Ja, Chris Jared hier seine Scout parat, aber die wird ihm jetzt gegen 5 Spieler nicht unbedingt allzu viel helfen. Den ersten Schuss kann er setzen, den zweiten nicht mehr. Flasher nimmt ihn sofort raus. Ja, Next bzw. Dennis können da jetzt auch noch Schadensbegrenzung betreiben und selbst das eigentlich nicht mal wirklich, auch wenn diese Flash sehr, sehr schön sitzt und Next noch einen Frag rausholen kann. Ja, obwohl, das geht eigentlich. Das ist okay, sie können Fnatic lange verzögern, haben ordentlich Damage angerichtet. Flasher und JW beide jeweils noch mit 30 HP. Könnte man also Fnatic hier auf jeden Fall noch ordentlich durchstarten, auch wenn man jetzt schon kein Equipment mehr hat. Jetzt muss man eben mit der Brechstange durch. Und jetzt muss Ski vorne weg. Oh, jetzt geht's wirklich mal drauf. Olofmeister konnte letztendlich dann mit der AWP rausnehmen. Ich weiß nicht genau, wer sich da so in die Smoke reinstellt. JW ist es, der von da aus sogar noch nicht viel machen konnte. Und Nico wird ebenfalls rausgenommen. Da überlebt Fnatic mit 2 Spielern. 9 zu 3. Die Schweden wieder mit einem Ründchen obendrauf. RIP Dennis. Dennis holt Dennis. Wow. Niedergeschlagen. Lol, das sind doch Profis. Ja, aber auch Profis sind nicht davor gefeilt, halt nach so einem Match mal tilt zu sein. Wir haben es ja gehört bei Nico und ich weiß nicht, wer noch was gesagt hat. Aber vor allem auch Speedy, wenn du den gesehen hast. Ja, sie werden sich da aufhaben und sie werden sich nicht komplett reingehen und die ganze Zeit nur weinen, aber sowas nagt halt trotzdem an dir. Das kannst du aber nicht so eben auf 10 Minuten vergessen. Noch keine Boosts. Eine kleine Wirkung, hat nicht wirklich funktioniert. Nix wurde sofort rausgenommen und Nico ist der Last Man Standing. Er hofft auf irgendeinen Kill, den er da vielleicht noch ziehen kann. Aber ja, wirklich viel Chance wird es dafür nicht. Ach komm. Wirklich. Nico wehrt sich aber auch gegen die beiden, die versucht haben, ihn zu knifen. Oberfmeister dann letztendlich, der den Kill setzt. So nicht. 10 zu 3 für Fnatic. Jetzt scheinen sie sich auch langsam aber sicher überlegen zu fühlen, sonst machst du solche Aktionen nicht, dass du auf einen Spieler mit den Knives drauf springst. Müsste aber auch wirklich nicht sein. Sowas ist einfach, ja, nicht nötig. So, jetzt
jetzt hier nochmal der B-Split, der vorhin auch schon mal ziemlich gut funktioniert hat. Fnatic gibt da wieder richtig Gas. Dennis wollte ja nochmal einen Entry-Frag ziehen, hat aber nicht wirklich funktioniert. Und jetzt werden sie doch vielleicht sogar ein bisschen die Zange genommen. Vor allem, weil Dennis hier einen schönen Refrag setzt. Grims, jawohl, geht ebenfalls down. Und JW ist im 1 gegen 3. Und den ersten Pick da raus. Lässt sich nochmal hinterher. Wurde er auf jeden Fall gesehen, wie er da weggeschoben hat. Ja, gut. David Maus nicht nochmal repeaken, sagte er, als da einer nochmal reingesprungen ist. JW sucht hier mit seiner AWP, ob es noch eine Chance für seinen kleinen Klatsch gibt. Ich denke mal, so schlecht steht es ja eigentlich gar nicht, vor allem wenn er jetzt noch irgendeinen Unvorbereiteter erwischt. Dennis und Chris J, die beiden, die gerade eben schon mal gegen Fallen standen, aber diesmal verlieren sie es nicht. Runde 4 für Mausbots, nochmal oben drauf. Ja, eine fünfte wäre sicherlich nicht verkehrt. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich viel verändern würde, wenn man jetzt noch eine holt. Also, selbst wenn man jetzt diese fünfte noch oben drauf legt, Fnatic dann gleich selbst auf der CD-Seite. Und gerade da werden die Pistons nochmal richtig ekelhaft werden. Aber man braucht sie höchstwahrscheinlich. Also, mit nur 4 Runden wird es schon verdammt eng für Maus. Chris Ray hat da auch schon wieder seinen Suchscheinwerfer angeschmissen. Und das jetzt in den ersten, jawohl. Hofmeister hat die falsche Position gewählt. Chris J kann sich rechtzeitig zurückziehen. Da kommt der erste raus, den pickt er. Der ist schon von Chris J. Dann geht er down, aber letztendlich hat er viel Damage gemacht. Genug, dass die Runde für seine Mates eigentlich locker holbar sein sollte. Dennis hat noch 13 AP. Grims kommt da vor den Nate nochmal davon. Wir werden Fnatic wohl durch den Spot drauflassen müssen. Da bleibt ihnen jetzt keine andere Wahl mehr. Die Schweden können hier die Bombe definitiv nochmal legen. Zeit, warten darauf, dass Mausbots irgendwelche Fehler macht. Das war bei LG auch schon so. Also die Teams gehen immer noch davon aus, dass Mausbots extrem viele Fehler macht, was das Facen angeht. Gerade jetzt in so einer Situation könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr davon ausgehen, aber alle sind super diszipliniert. Keiner zeigt sich da jetzt gerade eben irgendwo. Alle bleiben da komplett versteckt und damit macht Fnatic eigentlich momentan nichts außer Zeit zu verlieren. Auch von diesem Fake-Plan lässt sich niemand aus der Reserve locken. Jetzt können sie letztendlich damit durchstarten, hier auf den Spot drauf zu gehen. Auch jetzt Maus immer noch super zurückhaltend. Ich habe es ja mittlerweile nur noch 9 HP. Und da ist die erste AWP, die kann man auf jeden Fall ansagen. Nico kann durchgeben. Jo, der sitzt hier. Speedy kann dementsprechend pre-shooten. Und damit geht auch die Runde 5 noch an Mausbots. Immerhin. Runde Nummer 5 oben drauf, 10 zu 5 zur Halbzeit, aber man muss trotz allem sagen, dass Fnatic hier schon das bessere Team war. Klar, man hat die Pistole nicht geholt, aber trotzdem noch 5 Runden rausgespielt, was eigentlich okay ist. Gerade wenn man bedenkt, dass die Stärke von Maus vielleicht trotz allem eher noch auf der T-Seite liegt. Aber es ist halt immer noch Fnatic. Warten wir ab, ich lasse mich gerne überraschen, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber leicht wird es auf jeden Fall nicht. Olofmeister in der Mitte kurz reingefaced, um ein paar Infos zu sammeln, damit er ungefähr weiß, was da abgeht. Ich weiß nicht, warum man die Pistole nicht sieht. Und ich kann es irgendwie auch nicht fixen mit unserem Bein, den wir normalerweise immer benutzen dafür. Das will nicht so, wie ich will. Also auf jeden Fall schon mal eine sehr verhaltene Runde von Mausbots. Sie lassen sich da Zeit, bauen ganz langsam auf, warten ab, ob da irgendjemand offensiv kommt. Haben sie auch gegen die, was, gegen die Mongols? Ich glaube schon. Nico wie immer mit der Deagle in der First Round auf der T-Seite spiele die sehr, sehr gerne. Gerade auf das 2 auch.
Und es wird weiterhin sehr, sehr langsam gespielt. Also jetzt hat man da Lang komplett eingenommen, hat zwei Spieler momentan noch Cutters unten, wartet wirklich, ob da irgendwie ein Offensivpush von Fnatic kommt, der momentan aber wirklich zu keinem Zeitpunkt stattfindet. Jetzt hat Stannis letztendlich zerlegt, RIP Stannis. Flascher, aber mit einem sehr schönen Kill. Flascher und Grimms machen hier fröhlich weiter. Vor allem Grimms, der zerlegt sie hier komplett. Speedy und Nico, 2 gegen 3, sie versuchen es. Sie kommen zumindest schon mal Richtung Spot durch, das ist auf jeden Fall einiges wert. Bombe müsste eigentlich locker geblendet werden können. Das hat ein paar Steps gemacht, wollte vielleicht herausfinden, wo genau Nico momentan steht, aber der hat sich auch nicht aus der Reserve locken lassen. Sehr schön von Nico, sehr schöner One-Shot. Deswegen Deagle in der First Round. Er kann sowieso immer mit der. Mit dem kleinen Boost hat sich aber sofort wieder nach unten begeben, nachdem der überhaupt nicht funktioniert hat. Speedy und Nico versuchen einfach nur das Crossfire schön einzuhalten. Jetzt möchte Fnatic sich ja nochmal boosten. Speedy ist schon auf dem Schirm. Grimms mit dem Versuch, den Jumpshot hier durchzuziehen, aber die Zeit geht ihnen langsam aber sicher aus. Sie müssen jetzt irgendwie an diesen Diffuse rankommen, aber Maus macht ihn extrem schwer. Nico fördert nochmal einen weg. Jetzt wird er letztendlich rausgenommen, aber keine Zeit mehr für Flasher. Keine Zeit, hier irgendwie noch zu diffusen. Burst Mode. Oh, da ist der Schlitzer von Flasher. Aber diesmal wenigstens ein faires Duell eingegangen. Sowas muss auch mal sein. 10 zu 6. Mousebots gewinnt also die Pisten und damit halten sie sich auf jeden Fall noch im Spiel. Und meine Stimme hält sich langsam aber sicher nicht mehr im Spiel. Ganz kurz nochmal einen Schluck trinken. Sehr schöner Shot von Nyx, den ersten rausgenommen. So, jetzt geht's hoffentlich besser. Höchstens dieses Spiel, außer Mousebots gewinnt ja noch. Haben wir noch, ich hoffe, ich halte da noch durch. RIP-Stimme sonst. Spätestens morgen wird es dann witzig. So, Dennis gegen JW und gegen Krims da oben. Hat sich aber auch frühzeitig wieder zurückgezogen, wollte da jetzt nicht unbedingt irgendwie rausgenommen werden. Flash hat sich in der Mitte positioniert. Die Nate kam rechtzeitig. Oh, hat auch ziemlich guten Damage gemacht. Dennis noch mit 29 HP, den muss ein bisschen vorsichtig sein. Die Nate kommt wieder direkt zweimal. Dass gleich wieder zwei Smokes da reinfliegen, ist halt auch nicht unbedingt nötig, aber deutet vielleicht auch ein bisschen darauf hin, wie Maus momentan drauf ist, oder dass sie sich auch hier vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig sicher fühlen. Was auch gegen Fnatic verständlich ist. Also bitte. Nix wird sauber abgefischt. So, und von Dan ist trotzdem gefunden. Der hat genau damit gerechnet, dass er diesen Move bringt, dass er in die Smoke reingeht, wenn er geflasht wird. Chris J sucht hier wieder einen schnellen Scout-Headshot durch die Wand am besten, wenn es irgendwie geht. Dennis und Speedy räumen auf und der JW ist ebenfalls da und damit nur noch Dennis. 6 HP aus seinem Konto noch und die werden hier nicht mehr reichen, um noch irgendwas anzugehen, vor allem weil er sowieso viel zu wenig Zeit hat. Er hat 3 Frags in dieser Runde gesetzt, er war derjenige, der die Runde so teuer gemacht hat, aber letztendlich geht sie trotzdem an Mousebots. Es ist 7 zu 10. Es will einfach nicht gehen. Tja, leider keine Waffen mehr bei ihm. RIP-Waffen. Mousebots also auch mit der zweiten Runde. Nach der gewonnenen Pistol und damit gibt es jetzt nochmal die Eco. Bei Fnatic der einzige, der jetzt eben eine Waffe hat, ist Dennis. Der W gerade in der Mitte schon angeschossen worden. Mal schauen, wo sich Dennis überhaupt aufgestellt hat. Richtung Lang ist er momentan unterwegs und genau da möchte Maus momentan wohl raus. Ja, und das ist für Dennis. Oh, diese Flash. Boah, da standen sie aber alle in Reihe. Das hätte so schief gehen können. Der W und Olaf, die beiden, die jetzt hier gleich so eine Zangenwirkung aufbauen können. Flasher wird noch rausgenommen durch diese Smoke. Mal schauen, ob er sich da irgendwie dran vorbeischlängeln kann. Er hat sich da erstmal noch bedeckt gehalten. Dann Lang möchte also nicht sofort rauspushen, dann eher abwarten, bis halt irgendwann es so wirkt, als würde der Fokus vom Maus komplett auf dem Mousebot liegen. Olaf Meister mit der Liga, die Nummer 1, aber Nex ist sofort da, um ihn rauszunehmen. JW wurde auch noch abgeaimt. Sehr schön, dass sie da aufgepasst haben, dass sie daran gedacht haben, ihn rauszupicken. Jawohl, auch Flasher fällt. Runde Nummer 8 für Mousebots. Pistol geholt, die beiden Anschlussrunden ebenfalls. Der Klassiker, wir kennen es mittlerweile.
Mousebots konnte sich also zumindest ein bisschen zurückkämpfen. Jetzt ist halt die Frage, wie geht's in der ersten Waffenrunde zur Sache? Ist sie jetzt sofort finito, wird Fnatic sofort aufdrehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter? Oder kann Maus da vielleicht sogar nochmal einen kleinen Upset bringen? Denn auch das wäre sicherlich nicht verkehrt, gerade im Hinblick aufs Major. Jetzt nochmal das Wasser so ein bisschen anzutesten. JW und Krims. B-Spot, ja, das ist wohl mit JW, der darf sich da sofort verabschieden. Nico setzt instant auf den Headshot, als ob es nicht so schon reichen würde. Kommen wir da gerade erst dazu, kann Maus noch weiterkommen? Ja, theoretisch könnte Maus noch weiterkommen, wenn sie jetzt hier gegen Fnatic gewinnen. Sollten sie dieses Spiel gewinnen, dann haben wir auch nochmal Tiebreaker-Matches, dann werden wir quasi im MR3-Overtime-Format noch ein paar Matches ausspielen. Ich weiß nicht genau, wie das dann laufen wird, da habe ich auch noch nicht so ganz durchgeblickt, aber das werden wir uns dann zu Gemüte führen, falls es soweit sein sollte. Also wenn Maus hier jetzt wirklich sich durchsetzen kann. Es ist aber auch nur bei ihm. Denn ist der Schlingel. Kommt mit raus, da kommt der ganze Hass aus dem Spiel gerade eben einfach Richtung Olaf Meisters Gesicht. Gibt er sich dementsprechend auch sofort aus dem Spiel verabschiedet und Flasher schiebt er rechtzeitig nochmal Richtung CD Base. So hat sich also nicht zu lange von Nico ablenken lassen. Genau das ist das, was Nico immer erreichen möchte, aber er macht trotzdem einfach fröhlich weiter. Mittlerweile wieder den dritten in dieser Runde rausnehmen können. Dass der nicht ständig aced, wundert mich eigentlich. Ja, und Fnatic ist da schon voll auf dem Rückzug. Das wird also die Runde Nummer 9 für Mousebots geben und Nico fährt einfach alleine rein. Er macht's einfach alleine, wenn es sein muss. Also, versteht mich nicht falsch, seine Mates können schon auch die Frags ziehen. Aber er kann halt so eine Runde auch, ihr seht's ja, er rennt einfach mal rein, setzt drei Frags, Runde vorbei. Und es geht halt genauso. Es geht beides. Sowohl seine Mates, die Frags machen können, als auch er, wenn man halt mal Bock hat. Zu 10. John Mousebots hat damit Fnatic wieder in einer geldtechnisch schwierigen Situation. Ich denke mal fast, dass die Schweden sich sogar dafür entscheiden werden, vielleicht hier nochmal eine Eco zu spielen, damit sie nächste Runde dann einfach ordentlich Geld haben, damit sie dann richtig schön equipped eine ausspielen können. Ist direkt offensiv, der hat seine gesavte Waffe und die möchte er jetzt hier auf jeden Fall ins Spiel bringen. Und versucht bei Mousebots wieder lang anzuspielen, das denke ich mal nachvollziehbar und absolut verständlich. Auch hier Dennis haben sie gerade eben schon abgeaimt, der ist dementsprechend auch sofort down gegangen. Auch Olaf Meister fällt hier, kann auch ein Olaf nichts dagegen tun. Schaut, ob er da noch irgendwas über die Smoke übersehen kann. Jawohl, einen rausgepickt. Ebenfalls erfolgreich, aber Speedy. Der dann Refract letztendlich, also JW und Krims im 2 gegen 3. Die das Ganze hier irgendwie noch regeln müssen. Sie haben zwar beide Waffen dabei und auch, naja, wohl. JW hat nicht mal das Kevlar an. Wird jetzt trotzdem vorgeschickt, zumindest der Diffuser ist auf jeden Fall vorhanden. Dennis setzt sich im Duell sogar noch durch. Der Aim Punch setzt dann ein bei JW und damit ist es so schwer, deinen Gegner zu treffen. Krims versucht hier den Kukli. Vertrieben, war jetzt nicht unbedingt nötig, dass Speedy noch so reinfaced. Aber letztendlich wird es am Ausgang der Runde höchstwahrscheinlich nichts ändern, auch Dennis hat noch ein paar Schüsse abgegeben. Und es ist der Ausgleich. 10 zu 10, Mousebots hat es geschafft. Fünf Runden am Stück jetzt momentan für sich entschieden. Aber bis zum Sieg ist es hier noch ein weiter Weg. Vor allem jetzt, Fnatic hat die nächste Waffenrunde, haben zwei AWPs dabei. Sie sind full equipped, sie haben schön Granaten. Alles am Start. Und Mousebots entscheidet sich dafür, nochmal Richtung B zu gehen. Das finde ich relativ interessant. Ich denke mal, sie bauen jetzt einfach darauf, dass halt Chris Jay den First Frag gegen JW setzen kann. Wenn der funktioniert, dann könnte man sofort drauf pushen. Und JW ist da extrem vorsichtig. Der weiß, was ihm da eventuell blühen könnte, wenn er jetzt das falsche Timing hat. Chris
Chain da ziemlich locker rausnehmen. Aber Mausbot hat erstmal abgebrochen. Sie haben vorher aufgebaut, aber sich jetzt trotzdem dagegen entschieden, weiter durchzugehen. War das Ganze doch zu heiß hier, oder Chris Jay hat sich nicht zugetraut, da den First Frag jetzt nochmal irgendwie zu ziehen. Beziehungsweise hat ihn vielleicht auch JW falsch gefaced einfach. Jetzt packen wir langsam mal sicher nochmal Richtung Mitte um. Möchte das Ganze dann so lieber probieren. Hier sofort die B-Split Smoke, die ist natürlich absolut bekannt. Da weiß man genau, was los ist. Aber Flasher kommt mit seinen Nades eigentlich schon zu spät, denn Mausbots ist schon fast Richtung B hochgepusht. Trotzdem kann er noch rechtzeitig Druck ausüben, sodass man sich hier zumindest nochmal umdrehen muss. Krims macht auch ordentlich Damage und Flasher hat auch einen Spieler rausgenommen. Zusammen mit Krims sind das dann schon zwei. Sodass man hier also wieder in der Überzahl ist, weil Fnatic Bomb ist geplantet. Aber Mausbots wird hier noch ganz schön was leisten müssen. Vor allem Nico, aber der macht einfach den Double Kill. Er leistet aber auch das, was er leisten muss. Olaf Meister dann gegen Dennis wieder erfolgreich. Jetzt hat Nico mitbekommen, dass da noch einer ist, aber er möchte gerne zuerst Olaf rausnehmen. Versucht ihn hier auch einfach nur zu pushen. Richtung Tor sofort durch. Olaf ape ihn ab, nimmt ihn da auch raus. Die muss es jetzt im 1 gegen 2 klären. Aber Olaf auch hier wieder mit dem Headshot. Und damit geht die Runde nochmal verloren. Auch wenn Nico da die richtige Idee hatte, Olaf Meister einfach zu pushen. Vielleicht hätten sie es mehr zusammen durchziehen sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob dafür genug Zeit gewesen wäre, weil Dennis halt schon von hinten nachkam. Und damit geht die Sofa-Runde auf jeden Fall an Fnatic. Aber sie war auch wieder sehr gefährlich. Also so wäre es jetzt nicht. Das muss man mal auf jeden Fall lassen, dass sie da wieder... Also sie hätten sie halt auch durchaus für sich entscheiden können. Hätte genauso gut passieren können. Meister kommt hier jetzt offensiv Richtung lang. Also diesmal möchten wir versuchen, da das Duell einzugehen. Speedy wird rausgeschickt, vorne weg mit 44 HP. Dennis ist der Erste, der fällt. Olaf Meister, da hat er sich ein bisschen verschätzt. Der Repeak war sehr, sehr gefährlich. Zumindest bevor irgendwelche Nades von Dennis nochmal geflogen kamen. Jetzt ist der halt immer auf sich alleine gestellt. Aber Nex hat ihn dann nicht rechtzeitig getroffen. Oh, und die zweite Flash, die saß gut. Die saß aber richtig gut. Das heißt, es ist auch dieses langen Pushen, da hat nicht wirklich funktioniert. Nico fällt gegen Dennis und Chris Jay im 1 gegen 4. Das ist super schwer und das kann er auch nicht mehr machen hier. 12 zu 10. Fnatic sichert sich eine weitere Runde. So, und jetzt muss man bei Mausbots langsam sich ein bisschen schauen. Sie haben sich trotzdem nochmal für den Kauf entschieden. Nochmal ist also genug Geld da. Danach werden sie auf jeden Fall die Eco müssen. Wobei dann sowieso langsam der Loser-Bonus einsetzt und es dann eigentlich vom Geld her weiter und komfortabel bleibt, nachdem sie die eine Eco halt abgesessen haben. Chris Jay ein bisschen zu früh geschossen. Hätte nicht das richtige Timing gehabt, um seinen Gegner da zu treffen, selbst wenn er nicht in die Wand reingeböllert hätte. Aber gegen JW erfolgreich, sehr schön. Kurz rumgezogen, schnell einen Frag gesetzt. Jetzt könnte man natürlich schauen, ob man das Ganze gleich hier in den B-Split umzimmern kann. Denn das könnte eigentlich ziemlich gut funktionieren. Im schlimmsten Fall stehen momentan noch zwei Leute auf dem B-Spot drauf. Wenn sie einfach nur Flasher daran hindern, durch diese Smoke in der Mitte zu gehen, dann hätte man da eigentlich alles unter Kontrolle. Aber bei Mausbots möchte man scheinbar den direkten Bego hier einfach lieber spielen. Next ist derjenige, der sich da gerade nochmal in der Mitte aufgestellt hat, um dann gleich die Verschiebe abzufangen. Das ist auch eine sehr wichtige Position, um seinen Mates da den Rücken frei zu halten. Und sie schicken Chris Jay vor. Chris Jay soll diesen Anti-Frag hier ziehen. Klimt jetzt denn auf dem Spot. Jawohl, er fällt sofort. Flasher kommt hinterher. Aber er ist schon viel zu spät dran. Er ist viel zu spät dran, noch irgendwas zu tun. 5 gegen 3. Ich weiß nicht, ob Fnatic den Retake hier wirklich ernsthaft versuchen will. Und es wirkt nicht so. Sie ziehen sich zurück. Dafür ist ihnen Mausbots dann doch zu sicher, zu stark. Ich weiß auch noch nicht so wirklich, wie er da wegschieben soll. Das Ganze nochmal ganz kurz gegen die AWP getauscht. Okay, das war der Plan. Das hat sich jetzt letztendlich zurückgezogen und damit dann die Runde Nummer 11 für Mausbots. Aber dadurch, dass Fnatic drei Waffen hier durchbringt, werden sie locker nachkaufen können. Überhaupt keine Frage. JW wird dann wieder die AWP von Flasher bekommen. Der droppt dann eine Gegen. Wobei Flasher sogar selber kaufen könnte, theoretisch. Und damit hätte man dann wieder eine saubere Waffenrunde finanziert. Auf jeden Fall geht, wie gesagt, diese Runde Nummer 11 aufs Konto von Mausbots.
Und jetzt ganz kurz der Pause-Call von Fnatic. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass es eine taktische Pause ist, wirklich. Naja, wobei, Mouseboards macht ihm bisher ziemlich große Probleme. Ne, okay, war es nicht. Nur ein kleineres Problem. Irgendwas mit Krims anscheinend. Bin ich ganz sicher, Krims ist gerade aufgestanden während der Runde. Ihr seht sie ja gerade am Clean Feed und ist dann wohl scheinbar immer wieder zurückgekommen, was auch immer da los war. Wollte ja nur kurz aufs Klo und hat deswegen Atmen gefragt. Also, okay. Nasenspray war's. Na dann. So, jetzt sind auf jeden Fall alle wieder da, das heißt, wir können hier vor allem noch weitermachen und diesmal ist JW gegen Chris J erfolgreich. Damit hat sich der First Pick hier auf jeden Fall schon mal erledigt. JW war einfach schlicht und ergreifend schneller in diesem Moment. Und Nico jetzt in der Mitte rausgefahren, wird da wahrscheinlich erstmal keinen Gegner finden. Wobei das jetzt ziemlich bitteres Timing war gegen Klims. Olaf Meister, den noch rechtzeitig erwischt, bevor die Smoke offen war. Jetzt müssen wir Dennis und Nick schauen, dass sie da unten noch irgendwas anrichten können. Aber es wird jetzt schon eine verdammt schwere Runde. Flasher will die einfach durchpushen, kriegt den ersten auch, weil Dennis schnell genug rübergezogen hat, war dann nicht schnell genug abgedrückt. Flasher den zweiten und Speedy immer 1 gegen 5. Das sieht stark nach der Runde Nummer 13 aus. Nicht, dass ich Speedy nicht zutrauen würde, aber es wird einfach verdammt schwer gegen Fnatic. Sauber. Nummer 1 sitzt. Nummer 2. Aber dann ist Dennis da. Sie geben keine große Chance. 13 zu 11. Also bei Maus ist wenig Geld vorhanden, das heißt also für Fnatic gibt es hier eine relativ gute Chance, direkt nochmal eine Runde nachzulegen. Gerade wenn Dennis und Olaf Meister hier wieder so, oder Flasher diese Runde wieder so gut ihren Job da erledigen. Oh, Dennis hat aber große Probleme, weil er diesmal einfach angesprungen wird. Also zumindest ein hier der Double erwischt, die wurde auch sauber angeschossen. Trotzdem fällt dieser zweite Break auch noch gegen Fnatic und damit haben sie schon mal einiges an Raum hier verloren. Aber JW steht halt immer noch auf die lange Distanz mit seiner AWP. Die Flash kommt schon deutlich zu spät, aber es wird trotzdem rausgepickt. JW, die AWPs schnalzen aber richtig. Dennis und Nico. Zu zweit gegen drei. Sie versuchen es nochmal über die Mitte, aber Krims wird dann nicht nochmal facen. Er weiß genau, wie gefährlich die Deagle von Nico ist. Dennis da rechtzeitig erwischt. Richtiges Timing gehabt, um jetzt nochmal rumzugehen. JW verschießt, dann wird er auch rausgenommen. Wenn du verschießt, bist du tot. Gerade mit der AWP. Aha, da war nochmal einer. Den möchte Nico natürlich gerne auch noch picken. Aber Olaf Meister ist da schon vorsichtig genug. Olaf Meister zieht sich sofort zurück. Nico ist auch relativ schnell auf dem Schirm, dass Olaf da wahrscheinlich nicht mehr reinfacen wird. Deswegen jetzt einfach nochmal der Weg in die Mitte rein. Ist auf jeden Fall schon gehört worden, ja. Krims hat ihn definitiv ansagen können. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Er muss halt rein. Er kann jetzt nicht hingehen, außer er möchte die Waffe durchbringen. Möchte es gar nicht mehr versuchen. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich die gesavte AWP bei Nico sehen. Außer die beiden Fnatic-Spieler versuchen dann nochmal aktiv ihn irgendwie rauszunehmen. Olaf Meister ist schon auf dem Weg, also könnte durchaus sein, dass die beiden sich gleich nochmal begegnen. Aber es sieht noch aus, als ob es erstmal dabei bleibt. 13 zu 11. 14 zu 11, sorry. Noch eine Runde oben drauf bei Fnatic. Ja, und jetzt wirkt es wirklich langsam so, als ob die Luft dann einfach raus ist. Ich weiß nicht. Mouseboards hat sicherlich kein schlechtes Spiel abgegeben mit diesen 11 Runden. Aber Fnatic halt alles in allem einfach zu solide. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Das Spiel ist erst vorbei, wenn 16 Runden da irgendwo stehen. So, Nico hat sich an Lang begeben. Die AWP im Anschlag. Und der erste sitzt. Sehr schöne Shot von Nico. Flash hinterher. Und Olaf Meister. Olaf Meister auf Mars-Bots. Kann einen setzen, aber Speedy sofort mit dem Klick. Flasher und Krims. Beziehungsweise auch JW werden da jetzt einen sehr, sehr schweren Job haben.
haben sich bereits auf dem Spot das Ganze gemütlich gemacht und Nico kommt nochmal verspätet über lang hinterher. Flascher weiß, dass momentan auch noch das Erda unterwegs ist. Denn Nico hat zwar noch einen Kill gesetzt, aber bisher noch nicht durchgepusht. Das heißt, es ist relativ wahrscheinlich, dass Erda noch irgendwo stehen wird. Genau, was Fnatic gerade vor? Wollte es wirklich gar nicht mehr angehen. Nico ist sehr schön mit dem Quickzoom seinen Gegner sofort rausgenommen. Hat er mittlerweile schon die 30 Frags voll. Jawohl, so ist es. 30 zu 19 gegen Fnatic. Kann man mal spielen. Oh, JW bekommt einiges ab, aber letztendlich wird er dann trotzdem rausgenommen. War vielleicht ein bisschen sehr viel von Nico. Aber, ja, es war zu viel, weil sie einfach selber kein Geld haben. Die AWP hätte man gerne behalten. Naja, 14 zu 12. Nochmal eine Runde oben drauf für Mausbots. Also noch sind sie hier wirklich nicht raus. Olaf Meister kommt dann kurz offensiv. Man sucht hier mit seiner AWP schon nach den ersten Frags. Next hat sich dann lang aufgestellt. Gleichzeitig auch noch Speedy, der wieder in die Mitte reinpushen möchte. Oder Richtung Mitte. Ist aber relativ vorsichtig. Er weiß halt nicht genau, ob da unten irgendwo reingefaced wird im Moment, ob da irgendwo ein JW steht oder sonstiges. Meister ist wieder hier rein, faced und da hat er seinen Schuss ein bisschen daneben gesetzt. Es hat nicht allzu viel gefehlt bei Nico. Ah, das ist immer so bitter, weil man weiß es halt selber genau, dass man jetzt etwas zu viel abgedrückt hat und das letztendlich dann trotzdem diesen Killer halt eben nicht bringt. Jetzt hat er seine Flash auch noch etwas daneben gebördert. Trotzdem ist der Verteidiger da ziemlich blind gewesen. Sofort wieder die Orientierung in Richtung Smoke unten. Wir sehen Speedy, war sich da so nicht sicher, was er gerade eben machen soll. JW. Innenkratos hat sich da momentan noch aufgestellt. Flasher mit hier unten. Next rausgepickt und somit stehen sie nur noch zu zweit. Gegen vier verbleibende Fnatic-Spieler und den Spot zu halten, das wird verdammt schwer. Chris J. zusammen mit Nico, die beiden müssen es jetzt reißen. Positioniert sich an der Smoke, könnte er theoretisch sogar noch weiter rauspushen. Ich bin mir nicht sicher, ob Fnatic damit momentan rechnen wird. Chris J. versucht einfach mit Fliegen und Brechen den Spot frei zu halten. Aber ich glaube, sie haben ihn gehört, ja. Er hat gerade einen Step gemacht auf der Holzbox und sie haben ihn auf jeden Fall gehört. Dennis hat ihn aber noch nicht gesehen, trotzdem wird er schon durchgefused. Kommt noch rechtzeitig ran, ich glaube nicht. Die Bombe, oh mein Gott, fast abgebrochen. Weil er keinen Kit hat und Nico kann es klatschen. 13 zu 14. Nico kann es tatsächlich nochmal klatschen. Oh, weil Flasher keinen Kit hat. Weil der defused. Der das defused Kit nicht hat. Oh, jetzt hat man von der Ding Money Broke gesetzt. Nico klatscht hier einfach. Wie? Aber er hält sein Team im Spiel. Völlig egal. Mausbots ist weiter im Spiel. 34 Frags momentan von ihm. Super starke Aktion von Nico, wie auch immer er das gerade gemacht hat. Speedy hat sich da erneut vor lang aufgestellt und es könnte jetzt wirklich der Weg zurück gewesen sein, weil Fnatic jetzt einfach kein Geld hat. Nächste Runde auch nicht unbedingt. Mausbots fightet hier bis zum Ende. Durch den Klatsch von Nico könnten sie hier echt nochmal zurückfinden. Nico. JW face kurz rein. Holt sich da ein bisschen Damage ab. Nico kann drei Leute Richtung Cutter spinnen. Drei. Jetzt muss er aufpassen. Er ist sehr vorsichtig. Er weiß nicht genau, wo da noch mehr Leute auf B verteilt sind. Mausbots sowieso super defensiv momentan. Sie warten ab. Push da Fnatic irgendwo rein. Kriegen sie die irgendwo raus. Und Nico, der macht weiter Druck gegen den. Aber hier ist immer sein Ziel da hinten momentan. Da kommt der erste Headshot rein und jetzt geht er weg. Jetzt hat er genug. Das war zu viel. Jawohl, Nico pickt den ersten raus. Olaf Meister, 23 AP nur noch. Und sie versuchen trotzdem Richtung lang, also Richtung, ich meine, schon Richtung kurz durchzugehen. Und darüber den Spot nochmal anzugreifen. Denn Dennis steht da momentan bereit. Er hat nur eine P250 dabei, nur in Anführungszeichen. Gerade wenn er auf die Close Range kommt, immer noch sehr gefährlich damit. Da wird ein Monitor nach dem anderen geschmissen. Und Dennis ist irgendwie so verwirrt, dass er letztendlich einfach drauf geht. Nico pickt den ersten. Oh, und da kommt Olaf Meister mit dem schnellen Headshot gegen ihn. Kann ich also letztendlich mal entschärfen und rausnehmen. Flasher. Und Olaf Meister im 2 gegen 4. Ich denke mal, gerade Olaf sollte einfach safen gehen mit seiner AK. Die wäre in der nächsten Runde Gold wert. Und Fnatic hat echt nochmal Probleme jetzt. Dieser Klatsch von Nico gerade. Der hat Fnatic einiges gekostet. Und zwar wirklich viel.
Nee, Moment. Maus ist nicht raus. Wenn die dieses Spiel gewinnen, dann können die noch weiterkommen. Es geht dann nur in Tiebreaker-Matches. Aber sollte Maus gewinnen, dann sind sie nicht aus diesem Turnier. Wenn sie verlieren, ja. Wenn nicht, dann kommt es nochmal zu weiteren Matches. Bitte, bitte nicht sagen, dass die raus sind. Das ist Quatsch. Sollte Mausbots jetzt gewinnen, dann ist hier theoretisch Mausbots im Viertelfinale, wenn sie dann diese Tiebreaker-Matches gewinnen. So, und jetzt glaube ich, haben sie aber Blutflex. Jetzt geht's los. Sofort der Push Richtung lang. Und Nick hat sich dafür entschieden, diese Runde nochmal zu kaufen. Und da kommt der erste Spieler offensiv. Olaf Meister wollte an kurz vorne pieken, hat sich aber erstmal dagegen entschieden. War wahrscheinlich auch besser so. Denn da würden ihm höchstwahrscheinlich drei Leute erstmal entgegenstehen. Speedy und Nico, beide haben sich da entlang positioniert. Man hat Nico einfach reingesetzt in die Grube und der soll von da aus jetzt irgendwas reißen. Jetzt kommt kurz offensiv. Da vorne in der Smoke sitzt einer. Es ist wieder Olaf Meister, der ist erstmal durch die ganzen Schüsse durchgetaucht. Hat sich trotzdem wieder dafür entschieden, zurückzugehen. Er ist aber noch nicht so ganz sicher, was er momentan spielen soll. Oder wirklich reinfacet oder das Ganze erstmal lieber sein lässt. Aber Maus konnte anscheinend genug Druck machen, dass er sich dagegen entschieden hat, da wirklich noch weiter reinzufacen. Und sie konnten insgesamt so viel Druck ausüben, dass man da komplett Richtung kurz geschoben hat und einfach versucht, das Ganze über die Mitte zu lösen bei Fnatic. Und wenn sie jetzt dann lang durchgehen, dann könnten sie damit genau den richtigen Move bringen. Dennis mit der unten, der muss sitzen. Jawohl, und der sitzt. Hat ein bisschen gedauert, aber egal. Sascha ist down. Jetzt wird er rausgenommen, da kommen viele Leute gleichzeitig. Er kann mindestens zwei ansagen. Deswegen sofort der Go jetzt über lang durch. Man muss da jetzt einfach richtig schön Gas geben. Dennis fällt. Olaf Meister ist es da vorne zerlegt. Dennis hat sich die Waffe übernommen, aber trotzdem nicht allzu viel Chance. Da ist noch viel dagegen zu tun. JW versucht es mit dem Jumpshots. Sie müssen ihn da irgendwie vertreiben, dass zumindest die Bombe jetzt geplättet werden kann. Alle drei verbleibenden Fnatic-Spieler sind schon da. Und die werden jetzt sofort auch anfangen, damit den Retake hier ins Rollen zu bringen. Aber Nico pickt den ersten, Nico den zweiten. Jetzt will er es wissen. Nico. Und es ist Dennis im 1 gegen 3. Ihr facet ihn jetzt einfach nicht mehr. Die AWP sitzt in der Grube. Die Flash sitzt. Was soll jetzt noch schief gehen? Auch wenn die Bombe nicht wirklich für Chris Shay geblendet ist. Und da geht Dennis down 15 zu 14. Mausbots hat zumindest schon mal diese 15 Runden safe. Die kann ihn jetzt keiner mehr nehmen. Eine einzige Runde fehlt ihnen noch. Eine letzte. Und Fnatic hat wenig Geld. Fnatic hat verdammt wenig Geld. So wenig, dass sie ja sogar zum großen Teil mit Pistols an den Start müssen. JW, ich wollte gerade sagen, er hat noch 1900 übrig und kauft nichts oder was. JW hat trotzdem nur eine CZ, da sitzt der First Track. AWP ist vorhanden und Nico musste dran glauben, gerade Nico. Jetzt müssen sie zeigen, dass sie es auch ohne ihn schaffen können. Dass sie sich die Runde auch ohne ihn verdient haben. Maus. 15 zu 14 gegen Fnatic. Sie haben sie nochmal zurückgekämpft. Vier Runden in Folge nach diesem 10 zu 5 zur Halbzeit. Das Fnatic eigentlich ziemlich dominant ausgespielt hat. Flasher. Der will offensiv pushen. Sollte er nicht. Er wollte irgendwie die Waffe haben, die da vorne liegt. Er findet sie aber nicht und deswegen wieder den Weg zurückgesucht jetzt. Mausbots hat alle Chancen in der Welt und sie bauen sich vorlang auf. Jetzt wieder nicht zu zögern. Die spielen nicht wie gerade eben gegen LG. Es ist Speedy, der nochmal rumrotiert. Der möchte nur kurz schauen, ob da irgendjemand offensiv pusht. Kommt ihm da irgendwer entgegen. Noch kurz Präsenz in den Cutters zeigen. Kleine Flash rein. Das reicht schon. Es ist ein kleiner Hinweis, dass hier irgendwo jemand steht, dass man da eventuell nicht reinpushen sollte. So, Flasche an lang, steht bereit, will sich sein Mate dazu holen. Dennis hat kurz drüber geschoben und sich trotzdem dagegen entschieden. Jetzt kommt die Rotation. Jetzt sehen wir, dass Fnatic damit rechnet, dass sie kommen. Dennis kann einen picken. Allerdings ist sein Mate in der Gruppe down gegangen. Man ist ja wieder in der Unterzahl-Situation. Sie können ihn nochmal rausnehmen. Da war der Teamfrag von Next an Chris Jay. Und damit ist Speedy auf sich allein gestellt im 1 gegen 3. Er muss jetzt hier drei Leute rausnehmen, wenn er diese Runde noch irgendwie holen möchte für sein Team. Speedy hat die Bombe erstmal liegen lassen. Die sollte er unbedingt noch picken. 20 Sekunden auf der Uhr. Er muss jetzt richtig Gas geben. Er muss richtig, richtig Gas geben. Speedy auf dem Weg Richtung Spot. Es wird so schwer für ihn. Speedy, der erste Schuss gegen ihn saß nicht. JW hat er gesehen. JW nimmt er raus. Speedy, 7 Sekunden, 7, 5. Er muss jetzt planten und Krims ist zu nah dran. Er kann nicht planten. Damit werden wir hier ein 15 zu 15 haben und es geht in die Overtime. Mausbots hat sich zumindest so weit nochmal zurückkämpfen können. Aber diese letzte Runde, die konnten sie sich nicht mehr arbeiten. 15-15 Overtime. Maus gegen Fnatic. Ich vermute, dass es hier wahrscheinlich eine MR3 Overtime geben wird. 10k Start Money. Ja, genau so sieht's aus. Also, 18-18 wäre die nächste Overtime. 19 zu irgendwas
würde den Sieg auf der Map bedeuten. Und ich weiß nicht, was damit Fnatic los ist. Also sie tun sich verdammt schwer gegen Mousebots. Vielleicht ist es wirklich... Also der Schlüssel halt zu diesem guten Ergebnis gegen Fnatic einfach... Fnatic baut halt zum großen Teil auch auf die Individualstärke, die sie haben. Na klar, sie haben halt wahrscheinlich fünf... So gut wie die fünf besten Spieler der Welt. Muss man einfach so sagen. Und... Nico kann ihn da halt einfach komplett in den Riegel vorschieben, weil er halt einfach besser ist. In den meisten Duellen. Und das ist halt eigentlich schon lächerlich genug und das macht ihnen hier wirklich, wirklich zu schaffen, dass Nico ist ja momentan so weg, wenn halt jetzt liegt Speedy auch noch los, jawohl. Sehr schöner Headshot da unten in der CD-Base, Flasher kommt aber schnell aus lang rausgebuscht, der hat ja schon komplett die Situation richtig eingeschätzt, aber sie müssen jetzt einfach nur diesen B-Go durchziehen, Dennis aber mit dem Teamfrag an, Nico ist egal, sie sind drauf. Das ist alles, was zählt. Man ist auf dem Spot, man kann sich aufsmoken, man steht im 2 gegen 3, auch wenn alle drei super low AP haben, wenn sie es jetzt schön im Frag-Refrag ausspielen. Dann wird man diese Runde gewinnen. Flascher und Olofmeister. Sie müssen jetzt einfach nur sauber stehen. Oh, und Flascher, der sprayt YOLO einfach rein und erwischt den Einspieler. Oh, das war ganz suboptimal. Super, super schlecht jetzt für Nex und Speedy. Bombe tickt zwar schon relativ schnell, aber sie müssen es hier trotzdem noch verteidigen. Und zwar für ein paar Sekunden locker noch. Und sie stehen so schlecht da. Aber Nex setzt den ersten und Speedy den zweiten. 16-15. Die beiden Headshots sitzen. Es geht auch ohne Nico. 16-15. Mousebots bleibt weiter im Spiel. Und Fnatic kann auch hier in dieser Overtime Geldprobleme kriegen. Wir sehen's. Guckt euch das mal an. Da ist nichts da. Verlieren die diese Runde, haben sie wenig Geld. Und dann könnte Mousebots eventuell sogar wirklich das 13-0 rausspielen, wenn sie jetzt diese gewinnen. Dann würde es 18-15 stehen. Sie bräuchten noch eine einzige Runde. Sie spielen vorsichtig. Man bewegt sich erstmal Richtung Mitte. Vorsichtig, aber nicht eingeschüchtert. Das ist hier die Devise. Eier auf den Tisch. Jetzt zählt's. Wenn sie dieses Match gewinnen, dann könnte man sich im Spiel halten. Nicht nur im Spiel. Im Turnier halten. Dennis steht mit der AWP bereit und der muss jetzt richtig bereit sein. Dennis wird Richtung kurz gehen. Sie werden da jetzt gleich rausfahren. Und wenn Dennis da nicht ordentlich loslegt, diese Runde große Probleme kriegen. Aber diese erste Flash, die sitzt verdammt gut. Nico ist derjenige, der hier vorpushen soll. Die AWP aber richtig gefaked steppt, sodass Dennis hier gar nicht mal schießen konnte. Also er hätte schießen können, aber er hätte auf jeden Fall niemand getroffen. Nico mit dem ersten schönen Headshot. Dennis hatte sich da geopfert, also der Maus-Dennis. Chris J wieder mit dem Refrag hier unten. Also man konnte zumindest den Spieler, der Nico rausgenommen hatte, sofort wieder refraggen. Krims kommt da unten über die CD-Base. JW mit dem Jumpshot, da war der Hit, aber nichts wurde nicht rausgenommen. Jetzt müssen sie auf jeden Fall schon mal mit JW unterwegs. Das Einspieler momentan immer noch an langen Flasche. Rechnet da noch mit einem Backstab, obwohl es schon so spät in der Runde ist. Aber sie vermissen immer noch einen. Sie wissen nicht, wo dieser dritte Spieler so sehr... Also, ja. Fnatic hat momentan nicht so wirklich den Plan. Jetzt haben sie komplett Richtung kurz orientiert. Da kommt JW hochgesprungen und ich... hat auch Chris J angehittet. Der wird umgeholzt. Der war natürlich jetzt bekannt. Es wird schwer, das zu verteidigen. Es wird verdammt schwer. Und Speedy wird rausgenommen. Die Runde geht schief, oder? Ja, die geht schief. Die wird locker durch die Fuse. Ich dachte gerade, dass ich sie schneller hätte ticken hören. Aber das war nicht richtig. Der Defuse ging sowas von locker durch. Damit dieser Retake für Fnatic erfolgreich. Stark von JW. Hat er zwei Jumpshots verteilt. Hat dadurch, also selbst wenn er die nicht getroffen hätte, der Punkt war einfach, der wichtige Punkt war, dass er Informationen hat sammeln können. Darum ging es in dem Moment und genau das hat auch funktioniert. Ihr müsst einfach nur ansagen können, wo die Gegner stehen. So, und jetzt Rush B, no stop, no fear, no turnaround. Ein Splint, keine Chance, der wird rausgenommen. JW kann noch einen zweiten mitnehmen. JW einfach unaufhaltsam. Oh, Speedy. Sie nehmen ihn gut ins Kreuzfeuer, aber er kann so viel Zeit ausholen. Er geht einfach nicht da und JW lebt immer noch. JW! Was macht der? Oh mein Gott! JW zerlegt Mousebots hier komplett und Nico weiß nicht, was er tun soll. Was für eine Runde! Vom schwedischen AWP-Spieler. WTF!
Sie kriegen ihn einfach nicht tot. Aber er kriegt sie tot und zwar sowas von 16 zu 17 zur Halbzeit. Fnatic hat sich trotzdem noch diese eine Runde da Vorsprung erarbeiten können. Eieiei. zu 17. Zwei Runden bräuchte Fnatic. Maus müssen jetzt alle drei in Folge gewinnen, um direkt zu gewinnen. 18-18, wie gesagt, die nächste Overtime. Jetzt erst 19er gewinnt. Und wie gesagt, also Maus darf jetzt keine abgeben. Wenn sie direkt gewinnen wollen, dann dürfen sie jetzt keine Runde verlieren. Ich hätte seinen ersten Schuss nicht setzen können. Wurde allerdings auch selbst nicht getroffen. Allein das ist eigentlich schon einiges wert. Ist sich immer noch sicher, dass er dann ein eventuell direktes Duell gewinnen könnte. Fällt hier also schon sehr weit rein. Das ist sehr riskant, was er gerade eben betreibt. Aber ist sich sicher, dass er schneller als sein Gegner abdrücken kann. Und auch Fnatic fährt hier erstmal einen sehr, sehr kontrollierten Style, einen sehr langsamen. Also sie bauen wirklich aus, sie warten lange ab, ob Maus sich da irgendwo zeigt, ob sie irgendwelche Fehler machen. Aber momentan die Deutschen hier noch, haben sie noch gut unter Kontrolle. Dennis sammelt seine Infos. So, und jetzt hat sich Fnatic dafür entschieden, den B-Split zu spielen. Und genau dafür steht Maus bereit. Genau das wollten sie. Dafür ist ihre CD-Deckung aufgebaut. Wenn sie das jetzt nicht abgewehrt bekommen, dann GG. So, Nex vor B steht bereit. Jetzt hat Dennis die erste gesehen. Nex zieht den ersten. Nex zieht den zweiten. Hat ein bisschen gedauert, aber das Brace ist natürlich trotzdem. Nex und Dennis zusammen. Drei down. JW steht da noch mit der unten. Nex hat sofort die Waffe gewechselt. Er darf jetzt aber nicht rumziehen. JW ist dafür viel zu gefährlich, als jetzt nochmal rein zu facen. Shay und Olaf Meister haben sich da ein kleines AWP-Duell geliefert, aber sie trennen sich im Unentschieden. Und damit hat man hier ein 4 gegen 2. Olaf und JW scheinen keinen wirklichen Anreiz mehr zu haben, irgendwas noch zu tun. Was sollen sie auch machen mit 5 Sekunden auf der Uhr? Runde abgewehrt. 17 zu 17. JW und Olaf Meister bekommen beide kein Geld. Sollte sich aber eigentlich jetzt nicht wirklich auswirken. Vielleicht dann eher daran, dass sie sich in der letzten Runde, falls sie jetzt sterben sollten, keine AWP mehr kaufen können. Aber jetzt im Großen und Ganzen erstmal kein Beinbruch für die Fnatic-Spieler. So, Dennis hat er nochmal kurz die AWP bekommen. Der soll jetzt den Entry-Frag an lang ziehen, also sofort rausfacen. Und sich hier einfach direkt anlegen. Chris J ist derjenige, der dagegen stehen wird. Und beide schießen knapp aneinander vorbei. Also First Frag gab es hier schon mal nicht. Man zieht sich sofort an lang zurück. Und es gibt natürlich Fnatic hier viel Raum, da irgendwas anzurichten. Und es scheint so, als ob die Schweden da direkt zu viert rauspushen wollen. Wenn man jetzt lang gegenhalten kann, dann ist es auf jeden Fall okay. Damit wird man leben können. Aber glaube ich, Chris J muss halt vorsichtig sein. Und auch Speedy ist eigentlich alleine relativ gefährlich unterwegs. Klar, wir wissen, da wird keiner kurz kommen. Aber sollten da halt welche pushen, dann ist es eine relativ gefährliche Aktion. Chris J hat sich da zwischen den Fässern platziert. JW begibt sich da in Position. Ab in die Grube. Chris J hat es schon weggeschoben. Läuft also keine Gefahr mehr, dass er momentan rausgepusht wird. Man sollte jetzt auch definitiv wissen, dass Lang momentan eingenommen wird. Das heißt, alles wird sich momentan auf den Retake vorbereiten. Nico an der AWP. Auf der anderen Seite gibt es übrigens auch die Doppel-AWP wieder bei Olaf Meister und bei Dennis. Bei JW. Und jetzt wurde der erste rausgenommen. Chris J mit der AWP fällt. Jims ist derjenige, der ihn da eliminiert hat. Und somit muss man in diesem Retake schon in der Unterzahl starten. Nex und Dennis. Da oben sitzt immer noch Olaf Meister. Und ich warte gerade schon auf den Schuss, aber er kommt zum Glück nicht. Kommt glücklicherweise nicht, aber Olaf Meister wird trotzdem hier früher oder später irgendwann ein großes Problem darstellen. Speedy hat sich nochmal kurz nach hinten umorientiert, aber Olaf Meister kommt da jetzt jede Sekunde. Jawohl, die ersten beiden fallen. Speedy wird jetzt abgeholt von Olaf Meister. Jetzt kann er auf jeden Fall anfangen, dass er von hinten kommt. Olaf Meister, die quasi rechtzeitig umorientiert, aber er trifft ihn nicht. Er trifft ihn nicht. Olaf Meister nimmt ihn raus und auch Next geht down. Olaf Meisters Backstep entscheidet die Runde. 18 zu 17. Und Mousewatz braucht jetzt diese Runde, die alles entscheidende Runde, die ihnen entweder die nächste Overtime bringt oder das Aus in diesem Turnier bedeutet. Und sie bringen Fnatic hier ins Schwitzen. Sie bringen Fnatic ins Schwitzen. Sie bringen LG ins Schwitzen. Zwei der vielleicht besten Teams momentan. Es reicht noch nicht ganz. Aber die Ansätze sind so gut. Und wenn man es einmal gegen LG auf Kobbel und gegen Fnatic auf das 2 schafft,
Dann braucht man sich absolut nicht schämen. So, nix auf dem B-Spot zusammen mit Dennis. Diesmal hat Marcus J jetzt wieder eine neue Position gestellt. Aber Dennis ist on point. Move gescheitert. Und darauf hat Fnatic gebaut. Genau sowas wollten sie erreichen. Irgendwie diesen Offensiv-Push. In dieser wichtigen Runde, dieser alles entscheidenden Runde. Es war ein All-In. Wenn er funktioniert, hat man den Vorteil. Wenn er schief geht, hat man den Nachteil. So einfach ist es. Da gibt es kein großes Geheimnis dahinter. Sondern das muss einfach funktionieren. Ospi wurde da gut abgeflasht, haben sie noch gesehen. Ja, sie haben ihn auf jeden Fall gesehen. Rechne mit ihm, da wird er rausgenommen. Chris J Nummer 1, auch dann steht er viel zu offen. Da kann doch noch eliminiert werden. Next gegen Flasher. Und er tanzt ihn aus. Der Flasher tanzt ihn einfach nur aus. Next kann nur diesen einen Frag setzen. Jetzt kommt Dennis zwar schon von hinten. Jawohl, JW ist down. Und er steht im 2 gegen 1. Olaf Meister, wenn er ihn jetzt peakt, dann könnte es vielleicht der Peak zu viel sein. Aber er trifft ihn trotzdem. 19 zu 17. Fnatic gewinnt gegen Mausports. Aber sie haben sie hier verdammt unter Druck gesetzt. Aber wir schauen uns das Ganze gleich wieder im Feed an. Was für ein schönes Spiel nochmal von Mausports. Aber man es hier wieder nicht beenden konnte. Wieder eine sehr, sehr schöne Leistung. Da sehen wir gerade nochmal die letzten Momente. Flosche nochmal gegen Next. Das war auch verdammt gut gemacht von Flosche. Er wollte ihn gar nicht killen, der wollte ihn verärgern. Fnatic gewinnt gegen Mausports.